bin heute bei Annemarie Börlind und will wissen, wie so eine Creme eigentlich funktioniert und entsteht. Hallo Gelen. Hallo Laura. Wie entsteht eigentlich so eine Creme? Eine Creme entsteht aus zwei Phasen. Eine Ölphase, wie wir hier haben. Mhm. Die Ölphase enthält verschiedene Wachsen, Öle, Pflanzenöle aus ökologischem Anbau. Und parallel machen wir eine Wasserphase mit wasserlöslichen Bestandteilen wie Aloe Vera, Algenextrakte. Und die Phasen werden zusammen gemischt und dann die Emulsion abgekühlt, bis man wirklich so eine weiße Emulsion bekommt. Und was war das schwierigste Produkt, was ihr in der Forschung hattet? Also wofür habt ihr am längsten gebraucht? Also ein langes Forschungsprojekt haben wir gehabt bei der Entstehung der Schwarzwaldrose Stammkulturextrakten. Wir haben da 3 Jahre lang gearbeitet. Drei Jahre? Ja. Und was ist also eure neueste Innovation? Die letzte Innovation, das ist ein Öl wie hier. Das ist so ein Anti-Blue-Light-Öl. Das enthält einen Filter gegen das blaue Licht, das im Tageslicht ist oder durch Handys. Das kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja, das ist ganz gut jetzt, wenn man so ständig vor dem PC ist. Und, super. Also eine große Herausforderung ist es, einen Duft zu finden für das Produkt. Ne? Glaube ich, also hier haben wir einen schönen Duft. Die Parfümeur aus Frankreich, aus Gras, machen uns verschiedene Mischungen und die testen wir in die verschiedenen Grundlagen. Was ist da jetzt genau drin? Das ist hier ein agrumiger Duft. Riecht total gut. Habe ich doch wieder was gelernt.